Still vor dem Angesicht Gottes des Herrn, denn der Tag des Herrn ist nahe. Worte aus dem Buch des Propheten Zephania, die uns heute in diesem Tag begleiten. Zephania ist einer der 12 kleinen Propheten. Er lebte etwa 600 Jahre, bevor Jesus geboren wurde, in einer Zeit des großen Umbruches in Israel, großer Umstürze, Unsicherheiten, Veränderungen. Sein Name ist ein sprechender Name. Zephania heißt, Gott hat schützend geborgen. Der Name besagt, Gott hat uns gerettet, Gott hat ihn gerettet. Diese Erfahrung ist ihm so wichtig geworden, dass sie zu seinem Namen geworden ist. Seid still vor Gott, dem Herrn. Dass wir Menschen verstummen, kann unterschiedliche Hintergründe haben. Manchmal verstummen Menschen, wenn sie etwas Schreckliches erlebt haben. Wer Zeuge eines schweren Sterbens geworden ist, wer das Grauen erlebt hat, der verstummt ganz oft. Verstummen kann aber auch ein Zeichen großer Ehrfurcht sein, dass ich staunend dastehe, mir keine Worte einfallen, ich verstumme. Stillwerden hat aber auch noch andere Aspekte. Stillwerden heißt, ich konzentriere mich auf den, der mir gegenüber ist. So wie eine Katze, wenn sie lauert, ganz still ist, sich nicht bewegt, aber die Ohren sind hellwach und die Augen. Sie wartet auf etwas, das passieren soll. Ein Stillwerden, um dem anderen die Chance zu geben, etwas zu sagen, etwas zu zeigen. Und wenn ich still werde, dann trete ich ein Stück zurück und konzentriere mich ganz auf den anderen, auf den, der mir etwas sagen will. Stillwerden vor Gott heißt, ich höre auf zu plappern, mich abzulenken, zu lärmen und wende mich ganz ihm zu, um zu hören, um zu sehen, um mich ansprechen zu lassen. Stillwerden vor Gott, dieses Stillwerden ist der wichtigste Teil der Kommunikation mit Gott. Nicht immer nur uns in den Mittelpunkt stellen, sondern uns auf ihn konzentrieren, hören, spüren, wahrnehmen. Und wir dürfen uns darauf verlassen, Gott wendet sich uns Menschen zu, immer wieder aufs Neue. Und wenn wir uns der Stille vor Gott, der Stille in der Konzentration aussetzen, dann dürfen wir gewiss sein, dass Gott sich hören lässt. Stille vor dem Angesicht des Herrn, denn der Tag des Herrn ist nahe, so sagt es der Prophet Zephania. Der Tag des Herrn, er beschreibt ihn als ein Tag des Gerichtes, ein Tag eines großen Umsturzes. Er beschreibt, dass aus dem kleinen, bedrängten Volk wieder ein lebendiges, großes Volk werden soll. Er beschreibt, dass die, die Böses tun, bestraft werden und die Schwachen wieder aufgerichtet werden sollen. Der Tag des Herrn, er kann etwas Bedrohliches haben. Für Zephania aber und für uns, die wir uns nach Gottes Nähe sehnen, ist es ein Tag der Versöhnung. Den Kleinen und Schwachen wird beigestanden. Der Tag des Herrn ist nahe herbeigekommen, sagt Zephania. Und er sagt es nicht nur im Sinne einer kurzen Zeit, die vor uns liegt, sondern Gottes Nähe. Gott ist uns ganz nahe. Er ist uns ganz nahe, wenn wir uns klein und schwach fühlen. Das ist die Erfahrung, die das kleine Volk Israel gemacht hat. Das ist die Erfahrung, die Menschen immer wieder mit Gott gemacht haben. Gott ist uns nahe. In dem Moment, wo wir Hilfe brauchen, ist er da. Der Tag des Herrn ist nahe. Ein Tag, an dem wir darüber nachdenken sollen, was unsere Rolle, unsere Aufgabe dieser Welt ist. Sind wir diejenigen, die Gutes tun, die ihr Handeln von Liebe bestimmen lassen? Oder sind wir die, die Böses tun?
sind wir die, die auf Hilfe angewiesen sind, die sich nach Gottes Nähe sehnen. Der Tag des Herrn, eine trostreiche Aussage, Gott ist uns ganz nah. Seid stille vor Gott, fürchtet euch nicht, sondern vertraut darauf, dass Gott da ist. Und wenn wir stille Zeiten halten, dann werden wir es spüren, immer wieder aufs Neue. Gott ist und bleibt bei uns. Amen. Es wird sein in den letzten Tagen, so hat es der Prophet gesehen. Da wird Gottes Berg überragen, alle anderen Berge und Höhen. Und die Völker werden kommen, von Ost, West, Süd und Nord. Die Gott fernen und die frommen, zu fragen nach Gottes Wort. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Es wird sein in den letzten Tagen, so hat es der Prophet geschaut. Da wird niemand Waffen mehr tragen, deren Stärke er lange vertraut. Schwerter werden zu Pflugscharen, und Krieg lernt keiner mehr. Gott wird seine Welt bewahren vor Rüstung und Spieß und Speer. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Kann das Wort von den letzten Tagen aus einer längst vergangenen Zeit uns durch alle Finsternis tragen, in die Gottesstadt leuchtend und weit? Wenn wir heute mutig wagen, auf Jesu Weg zu gehen, werden wir in unseren Tagen den kommenden Frieden sehen. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Auf, kommt herbei, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Barmherziger Gott, wir können zu dir kommen mit unseren Fehlern und Schwächen, weil du uns mit deinen Augen der Liebe ansiehst. Unter deinem Blick wissen wir uns angenommen, fühlen uns befähigt, anders zu werden, unsere Engstirnigkeit zu überwinden, unsere falschen Wege zu verlassen. Hilf uns, dass auch wir mit den Augen der Barmherzigkeit sehen, dass wir unserem nächsten Fehler nicht kleinlich aufrechnen und ihn nicht verletzen durch unser hartes Urteil. Dies bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. Amen.